Was, ich sag's noch. Sag's noch. Fuck me. Zumindest haben wir Schuhe. Mia, I know I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Just Mia, are you okay? I'm not sure. Wir sind hier gerade runtergefallen. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. Nee, wir versuchen uns mal selbst eben. Körper untersuchen. Ah. Okay. Das sieht nach einer Wunde aus. Ansonsten sieht unser Körper aber nicht ganz gut aus, glaube ich, oder? Ah. Wir müssen Volkstanzen noch. Volkstanzen. Ah. Wir können nur nach links und rechts sehen. Okay. Oh, that's definitely not good. Ja, das sieht aus, wenn der Knochen irgendwie jeden Moment rauskommt. It's all right. Nothing's broken. Lügt er sich just schon. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. Do you remember how to do it? Bestimmt. Ah. Yes, I do. Molinaria. Long, smooth, acute leaf, surrounded by yellow flowers. That's it. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Okay. Roger that. Over and out. So. Schneide eine Molinera-Pflanze, um die Blätter herzustellen. Alles klar. Also wir brauchen einfach die Blätter und können dann da einen Verband herstellen. Und dann ist es hier, oder? Denn unser... Kann doch schließen. So, herstellen. Reicht nicht? Ja, einmal, okay, einmal Blätter reichen schon, um Verband herzustellen. Fantastisch. Achso, wir müssen die Untersuchung starten. Wieder auswählen. Also, ja, und wie kommen jetzt in den Rucksack? Ah, alles. Okay. Schön drumwickeln. Fantastisch. Könnte auch eine moderne Tarnung sein. Here I am. All wrapped up nicely. Does it hurt? Ja. Ganz toll weh. Like hell. Aw, pobrecito mio. Imagine, I am hugging you now. Nicht den kaputten Arm. Better? A bit better. Yes. Ja, mal ab, so, ne? How are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that. And I should be able to ask some questions then. Okay. Also, ein paar Tage müssen wir warten. Are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Der Häuptling ist auf ihrer Seite. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. Man muss dazu sagen, sie haben in Einklang gelebt, jahrelang, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang. Und dann kommt der moderne Mensch hier rein und auf einmal sind sie gespalten. Jake. Please come in. Jake, I need you here. Jake, please. Please answer me. Mia? What happened? Oh nein. Ich glaube, irgendwas. Mia, speak to me. Mia! Oh, jetzt ist Abenteuer, würde ich sagen. Ich glaube, Mia antwortet. What the hell's going on over there? Ja, wo ist das Lager? Oh, eine Karte. Irgendwas. Auf jeden Fall gibt's. Let's go! 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 Let's
Gott. Überlebenskampf starten. Jetzt sind wir schwer verletzt. Alle möglichen Klippen runtergestürzt. Wie ein Held. Herzlich willkommen zurück bei Green Hell. Jake, what the hell is going on there? Ich bin gerade mächtig für die Klippe runtergestürzt und ich glaube, wir sind ziemlich schwer verletzt. Come on, speak to me, Jake! Was ist mit Respondis? Ja? Ich glaube, das sieht nicht gut aus, um Jake. Ein Flugzeug. Vielleicht werden wir jetzt schon gerettet. Ja, das war's mit Green Hell. Fantastisches Spiel. Story zu Ende, wir werden mit dem Flugzeug abgeholt. Alles ist gut, alle sind glücklich, alle sind happy. Auch nicht. Okay. Wir sind also... Mehr. Ganz woanders. Mehr. Mehr. Okay. God damn it, this radio. Mia reagiert also nicht mehr. Hallo? Can anyone hear me? Burn comes I had an accident. I don't know what happened. Please, help. Over. Okay, wir haben also, es ist der 33. Expeditionstag, das Tagebuch ist pitchnass. Wir haben keine Vorräte und Mia antwortet nicht. Super. Klingt nach einem ganz normalen Tag im Dschungel. Und ich glaube, das Lager ist wahrscheinlich auch ziemlich weit weg. So verschaltet. Wir laufen einfach mal irgendwie. Karte haben wir natürlich auch keine mit. Warum auch? Versuch mal das Lager zu finden, weil wir wollen ja Mia rennen. Wir wollen wissen, was da los ist. Achso, vielleicht sollten wir uns mal erstmal untersuchen, ob wir irgendwas haben. Welche schlimmen Verletzungen haben. Sieht alles heil aus. Irgendwas quietscht uns gerade aus dem Gebüsch an. Und für irgendwelche Schritte rennen. Nee, wir sehen aber gesund aus. Mal ein gutes Zeichen. Was quietscht denn da? Hallo? Das ist eine Maus! Glaube ich. Moment, wo war unser... Ja, also unsere Vitalanzeigen sehen alle noch gut aus. Wir haben 13 Uhr am Freitag, okay, 16. Dezember, also kurz vor Weihnachten. Ich glaube, wir müssen Mia vor Weihnachten abholen, weil ich bestimmt ein Geschenk haben. Haben wir unsere Machete dabei? Ich tippe darauf, dass wir natürlich nicht wieder haben, oder? Verdammt. Natürlich haben wir sie nicht mitgenommen. Warum hätten wir auch unsere Machete mitnehmen sollen in den Wald? Im tiefsten Urwald. Da haben wir sie vielleicht hinten liegen lassen. Ich muss kurz mal zurückgehen und gucken. Unter Umständen, haben wir die neben dem Punkt jetzt liegen lassen. Sollte das nicht der Fall sein? Wir sind von da oben, sind wir runtergestürzt, meine ich. Oder von da? Oder von hier? Da. Darauf tippen, dass wir da runtergefallen sind. Dann laufen wir gleich mal hin. Aber ich sehe hier jetzt auch gerade keine Machete. Heißt, wir müssen Hilfe suchen, das ist unsere Aufgabe jetzt gerade. Wir haben ein neues Rezept für ein Seil gefunden, dazu brauchen wir Lian. Und wir können alle möglichen Sachen, wir können Wände, Bambuswände, hölzerne Eingänge bauen, eine Hütte. Okay. Palmdach, Bananendach,
Wunderbar. Und neben einem kleinen Unterstand können wir auch noch ein Blätterbett bauen, einen Hüttenunterstand, einen kleinen Bambusunterstand. Ach Gott, das, ja. Ein Halter für Stöcke und ein kleiner Halter für Stöcke und ein Halter für lange Stöcke und ein Halter für Holzscheite. Ja, gut. Wie ich eine Machete machen kann, habe ich noch nicht rausgefunden. Oh, unbekannter Pilz. Sammeln wir erstmal auf. Essen den vielleicht aber noch nicht. Jetzt sollten wir damit noch einen kleinen Moment warten, bevor wir den essen. Wir haben gelernt, im Urwald das alles mit äußerster Vorsicht zu genießen. Oh, oh, ich. Hey, hey, bleib stehen. Ich hab Hunger. Nein. Läuft weg. Wie gut ist das? Wir werden, glaube ich, elendig verrecken, bevor wir überhaupt irgendwas zu essen gefunden haben. Wahrscheinlich ist das Essen weggelaufen. Hätte ich keine Machete? Haben die echt nicht dabei? Okay, unser Funkgerät hat 47%, also Akkustatus. Und natürlich auch wahrscheinlich vorm Aufbrechen hier nicht aufgeladen. Lässt man einmal als braunen Mann allein im Wald und dann passiert gleich sowas. Unter dem Dschungel. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwelche Spuren von Zivilisation hier. Was ist denn da? Hallo? Was denn? Pilz, okay. Da irgendwie aus gerade wie eine Schleiereule oder sowas. Ja, da. Du läufst nicht so schnell. Komm, bleib stehen. Das ist ein Kugelgürtel hier, okay. Dinge erforderlich. Ist es tot? Haben wir es getötet? Nee. Okay. Hat sich nur einfach eingerollt. Okay. Also ohne Klinge können wir hiermit nichts machen. Schade. Hat er nochmal gewonnen. Aber wir kommen zurück und werden uns rächen. Warte mal. Kugeltier. Wurm. Okay, Mickey Maus ist blank, funktioniert nicht. Ihm wohl egal, ob wir einen Stein auf ihn drauflegen oder nicht. Ja. Ah. Tagebuchalltag, Steinklinge. Ich glaube, das Pult hier. Steinklinge. Eigentlich. So. Zwei Steine brauchen wir das. Alles klar. Ja, ich schneide dich nicht auf. Keine Sorge. So. Das hat es davon. Deswegen flieht man auch. Und kugelt sich nicht ein. Neuer Tagebucheintrag. Dreck. Ein Tagebucheintrag zu Dreck bekommen. Erhöht die Chance, Wundinfektionen zu erleiden. Mit dreckigen Händen zu essen kann zum Schlucken von Parasiten führen. Bekannte Behandlungsmethoden reinigen den Körper mit Wasser. Clever, dieses Tagebuch. Sehr clever. Okay. Also, wir haben unser erstes Gürteltier erlegt. Ich denke mal, wir haben das Fleisch im Rucksack. Oh ja, lecker. Gürteltierfleisch roh, verfällt in 19 Stunden. Dann haben wir hier noch diesen leckeren Pilz. Und diese anderen Tasten. Sehr gut. Wir müssen mal gucken, ob wir gleich ein Feuer machen können. Das haben wir ja schon gelernt. Feuer machen. Es sieht noch halbwegs gut aus. Oh, ein Frosch! Sind das nicht diese blauen Frösche, die man nicht anlecken darf? Oh, ja, ich glaube, sie waren's. Ups. Vergiftete Wunde, Wirkung, senkt mit der Zeit die Kondition, verursacht Fieber, Behandlungsmethoden. Kleinere Giftmengen werden vom Körper mit der Zeit auf natürliche Weise neutralisiert. Bei großen Giftmengen ist nötig, ein Verband in Kombination mit einer Pflanze mit antivenimen Eigenschaften einzusetzen und oder
Der Verzehr eines Produktes mit einer natürlichen antitoxischen Wirkung. Jo. Nur mir anfunken? Nee, schade. Was ist das denn da vorne? Was ist denn hier? Nicht weglaufen! Ich möchte ein Freund sein! Da laufen sie weg von mir. Ich weiß nicht, vielleicht hat das Gürteltier das irgendwie nochmal durchgecallt, dass wir nicht die Nettesten sind hier. Ohne unbekannte Nuss. Da müssen wir uns auch ein bisschen was gönnen. Ah, und ich glaube, wir sind kurz vorm Verrecken. Ah, essen wir doch mal die Nuss. Ich meine, was soll bei der Nuss schon passieren? Noch 15 Fett. Willst du essen wir auch nicht? Oder eine Krabbe? Hallo? Hey! Hey! Bleib doch mal stehen! Och Mann! Was? Nur ein Flugigel? Oh Gott, die Runde sieht nicht gerade lecker aus. Was? Ah! Hm. Gut, irgendwie bei uns festgesetzt. Ja. Oh. Ah ja, hier. Feigefrosch lebend. Können wir die nicht irgendwie vielleicht, weiß nicht, aufschneiden oder so? Lassen wir ihn erstmal im Inventar drin, in unserem Rucksack. Der macht da bestimmt nichts. Wird uns heute Nacht bestimmt nicht beißen. Ich glaube, wir brauchen aber irgendwie ein Lagerfeuer, weil es wird dunkel im Dschungel. Und ich glaube, es ist halt besser, wenn wir unter einem Feuer schlafen. Also, meine Vermutung. God, I'm thirsty. Durstig sind wir auch noch. Ich freue mich aber, um ehrlich zu sein, nicht aus dem Fluss zu trinken, aber ich glaube, uns bleibt das nachher keine andere Wahl. Ah, super, und wir haben direkt Parasiten, ist ja fantastisch. Kriegt man einmal aus so einem Fluss, und kriegen direkt Parasiten. Gut, aber der Vorteil ist, dadurch, dass wir jetzt mehrere Krankheiten haben, können wir nachher einfach uns ein Heilmittel suchen. Das einmal schlucken und sind von allen Krankheiten geheilt. Nehme ich zumindest an. Das heißt, wir suchen uns alle Krankheiten, die es gibt. Und dann brauchen wir das Heilmittel nur einmal schlucken. Papierkrankenkrebs. Hey, die beiden. Hey. Oh, ein Tukan. Hallo. Vielleicht können wir den häuten. Euer Eintrag, Pfeil. Ah, jetzt können wir Pfeile herstellen. Ein Stock und zwei Federn. Aber bevor wir einen Pfeil machen, brauchen wir ein Lagerfeuer ganz gut. Herstellen. Achso, das war ja im Tagebuch und dann war es ein Feuer. Was haben wir hier erstmal? Wir brauchen noch weitere Stöcke. Oh. Ups. Ich glaube, wir sind müde und schlafen jetzt. Ah nein, wir sind gestorben. Durch Gift. Okay. Ups. Das ging schnell. Dann laden wir doch nochmal. Oh nein. Wir sind an Tag 1 gelandet. Wirklich?